Ja, Ladies first, die Siegerin bei den Frauen, die heißt Kamila Litwinko, kommt aus Polen. Sie ist die Einzige, die über 2 Meter springt. Persönliche Bestleistung und polnischer Rekord, mehr geht nicht. Laurence-Marie Jungfleisch aus Deutschland wird sehr gute Zweite. Ihren Versuch über 1,97 Meter haben wir vorhin gesehen. Zu den Herren. Und hier könnte der Traum von Hubertus Triebel tatsächlich in Erfüllung gehen. Die Latte liegt auf 2,40 Meter. Ivan Ukov. Das hat er angekündigt. Macht er es auch wahr? Jawohl! Sensationell! Der Russe. Und da war noch Luft nach oben. Hubertus Triebel, Mr. Hochsprung. Der feiert mit, der freut sich mit. Und da ist ja noch einer. Alexei Dimitrik, was für ein Wettkampf. Auch bei ihm liegt die Latte auf den magischen 2,40. Und auch er geht drüber. Das gab's noch nie. Zwei Athleten über diese Höhe bei einem Meeting, Weltpremiere, Ausnahmezustand in Arnstadt. Fällt hier sogar der Uralt-Weltrekord von 1989, die 2,43 Meter von Javier Sotomayor. Dimitri, der scheitert an 2,42 Meter, aber Ivan Ukov, der geht aufs Ganze. 2,44 Meter, das wäre Weltrekord gewesen, fast. Aber auch so bleibt ein sensationeller Wettkampf und ein traumhafter Abschied für Hubertus Triebel. Dass der Wunsch noch in Erfüllung geht, einen Sprung zu sehen über 2,40 und dann gleich 2. Dass wir damit wieder ein Stück Sportgeschichte oder Hochsprunggeschichte gefilmt haben, das war nicht zu erwarten. Aber das war natürlich sehr glücklich drüber und mit mir sicher alle, die hier in der Halle waren. Und die haben bestimmt noch einen weiteren Wunsch, dass es doch noch irgendwie weitergeht im nächsten Jahr mit dem Hochsprung in Arnstadt.